Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Wolfenstein, The New Colossus. Wow. Haben die jetzt etwa raketenbetriebene Züge? Das wollte ich eigentlich nicht. Verdammt. Gut. Amiibo Kill. Akimbo meine ich. Nicht Amiibo. Amiibo ist etwas anderes. Moment, so. Zack. Bewältigen der Nahkampfkills. Ja. Genau so macht man das. Upsi. Aber ja. Was ich sagen wollte, ja, herzlich willkommen zurück bei. Wow. Haben die jetzt etwa raketenbetriebene Züge? Verdammt, ich wollte den eigentlich mit dem Kopfschuss töten. Kann man den eigentlich töten? Also, wir versuchen es nochmal. Ja, in der letzten Folge ist ja das Spiel abgekackt. Wow. Haben die jetzt etwa raketenbetriebene Züge? Oh, 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 oh. Das war nicht mein Plan. Okay, und hier, hallo. Zack. Hallo. Das sah schmerzhaft aus. Und zack. Der hält eben so. Aber gut. Der hält eben so. Zack, zack. Überladungskills. Und. Oh, die sind tot. Ich habe den getötet? Hat sich so gerade angefühlt, als hätte ich den nur, ja, gestreift. Waffenverbesserung. Aha. Nicht verfügbar. Schönes Werkzeug, aber ja. Ein Gold. Ja, in der letzten Folge ist ja das Spiel abgekackt. Leider, leider. Deshalb müssen wir das hier alles nochmal machen. Ich wollte eigentlich den Typen. So, nachladen und hier. Sehr gut. Und. Okay, sonst nichts. Ja. Aber wir werden das Zeug, was wir schon gelesen haben, eigentlich nicht nochmal vorlesen. Das wäre zu gutes. Des Guten? Zu gut des Guten? Nee, Moment. Zu viel des Guten. So, alles nehmen, Rüstung. Okay. Mhm. Gut, wir schauen uns die Gegend alles genau an. Und nehmen. Irgendjemand lebt noch, oder? So, die Karte haben wir eigentlich schon gesammelt gehabt. Das auch, das geht nicht. Mhm. Hatten wir gelesen und hier auch. Okay, die Starkarte haben wir. Aha. Gut. Und können wir. Ah, nee, das ist nicht.
eines dieser, wie heißt es? Dieseltankgeräten, so wie das hier. Das. Haben wir ihn getötet? Ich weiß es nicht. Zumindest schießt er nicht zurück. Das ist schon mal viel wert. Gut. Wir sind, glaube ich, genau hier abgebrochen worden. Haben wir das angesehen gehabt? Eigentlich nicht. Ich glaube, genau bei dem ist es... Ah, die Schallplatte. Musik. Gerade Musik gehört. Okay, noch mehr Gold. Und was ist das? Briefe aus dem amerikanischen Volk. Jeden Tag war ich hier zum Glück. Da, ja, kennen wir. Was fehlt noch? Was fehlt noch? Das kennen wir eigentlich auch. Oder zumindest kam mir das bekannt vor. Gut. Wir hören auch nichts mehr, was Dings anbelangt. So dieses die Musik. Gut. Okay, hatten wir das? Ja, das hatten wir mal. Konzeptzeichnungen. Finde ich immer wieder schön. Also schön ist relativ. Schön im Sinne von, das sieht gut aus. Ah, dein Holoband. Gut, dann... Ah, fuck. Aus irgendeinem Grund haben wir... Was ist das? Erstes Brief. Lieber Bruder, als du Mutter vor Vater Schlägen geschützt hast, wusste ich es. Als du mir vor ihm beschützt hast, wusste ich es. Du bist ein Verteidiger, ein Bollwerk gegen das Böse. Ich habe die Nachricht von deiner Beförderung erhalten. Jetzt beschützt du uns alle gegen das Verdorbene und Unredliche. Ich bin so stolz auf dich und beweise es daher nicht. Und beweine es daher nicht, dass du nach Amerika gegangen bist. Wir beten für dich. Mutter schickt dir eine Umarmung. Mach dir keine Sorgen um uns. In Liebe, deine Schwester Else. Ja, das ist nun mal wieder ein Beweis, dass das auch nur Menschen sind. Die versuchen, ihr Leben klarzukommen. Auch nicht aus Bösartigkeit oder so handeln, sondern ja, schwer zu sagen. Tagebuch eines unbekannten Regimewissenschaftlers. 12. Juni. Irgendetwas ist mit der Lutz nicht in Ordnung. Er wird immer launischer und verhält sich eigenartig. Vor einer Woche hat er im Labor laute Musik laufen lassen. Da das gegen die Bestimmungen verstößt, habe ich es angesprochen. Er sagte, nur so kann ich ein bisschen Ruhe haben. Er sah vollkommen erschöpft aus. Er lässt weiter seine Musik laufen und erzählt mir, dass in Mescalero Geister im Traum verfolgen. Heute saß ich beim Mittagessen in der Messe neben ihm. Ich im Flüsterton skandierte er immer wieder Sätze in einer Sprache, die ich nicht kannte. Als ich ihn danach fragte, antwortete er, ach, ich glaube, das ist nur ein Lied. Ich mache mir Sorgen, dass seine Arbeit an den Dattischute-Artefakten seine geistige Gesundheit in Mitleidenschaft gezogen hat. Okay. Gut, wir könnten das jetzt klicken, aber... Noch nicht. Ich will zuerst... Limit erreicht, verdammt. Aber die haben schöne Sachen hier. Schöne Bum-Bum.
Gegenstände. So, wir speichern kurz, damit wir das Ganze nicht nochmal machen müssen. Falls irgendetwas schief geht, wie zum Beispiel, dass ich irgendwo runterfallen könnte. Gut, hier kann man nichts machen. Hier hatten wir schon. Gut, also der obere Bereich wurde alles angeschaut. Aha. Gut, hier ist nichts. Dann auf geht's nach oben. Aha. Hm. So. Ich will alles Mögliche mitnehmen, aber zu viel Zeit darin investieren will ich ja auch nicht. Gut, hier haben wir nichts. Gab es nicht eine Möglichkeit weiter nach unten? Oder sind wir schon ganz unten? Ich glaube, wir sind schon ganz unten. Verkaufsautomaten. Und eine Starkarte. Aha. Genau dafür machen wir es ja. So, das packen wir weg. Gab es nicht... So wird das gemacht. Gut. Und hier haben wir einen Diesel, aber das haben wir halt schon voll. Mhm. Wie kommen wir da drüben hoch? Gar nicht, wie es scheint. Dann gehen wir hoch und aktivieren. Was ist das? Achso. Moment, haben wir das hier unten? Ja, hatten wir. Wir haben es nur nicht gelesen, weil es so schnell weg war. Ja, er wusste es. Er wusste es. Da, da. Moment. Gut, getötet in Überladung. Achso. So, Rüstung genommen. Jetzt noch mehr Rüstung genommen. Ja, Rüstung. Und das ist Munition, die ich gerade gebrauchen kann. Noch mehr Munition. Und überladen. Wo sind unsere Gegner? Sehr gut. Gut, gut, gut. Bist du dann nur so ein Schlimmier? Okay, wo müssen wir hin? Ah, da unten hin. Okay, Raketenantrieb stark klar. Dann mal rein und ab dafür, alter Mann. Ja, genau das machen wir. Ob noch ein Gegner kommt... Ist wahrscheinlich da unten, oder? Müssen wir... Doch, da müssen wir hin, aber... Irgendwo anders. Da. Mhm,
Wie komme ich jetzt da rein? Also so auf jeden Fall nicht, wie es scheint. Und meine Waffe muss ich gerade da lassen. Scheiße, aber okay. Okay. War da gerade etwas? Nein. Gut. Dann Rakete starten. Okay, wir bewegen uns. Ich muss ganz nach vorne zur Steuerung. Okay. Dann machen wir es kurz und... Hab ich gerade... Oh, wow. Das scheint mir noch eine Schrotflinte zu sein. Das klimpert da so die ganze... Ah. So die ganze Zeit. Nichts gehört. Okay, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. So. Oh. Ja. Gut. So wird anvisiert. Dann nehmen wir einfach. Aha. Höre da irgendwie. Shh. So, Ruhe. Ruhe im Karton. Okay. Moment. Was war das? Hatten wir hier? Gut, aber bevor ich es vergesse, wir haben eigentlich Waffen, schwere Waffe. Schockhammer? Schockhammer! Gut, wir haben eine Verbesserung. Was haben wir? Rotor! Rotor, die Rotor-Verbesserung lädt alle drei Läufe des Schrotflinte und feuert sie anschließend für maximalen Schaden gleichzeitig ab. Drücke C, erweitert der Magazin, verdoppelt die Magazinkapazität der Schockhammers und Querschläger. Das Dieselkraftwerk verschießt kleine Kanister, die an Wänden und Gegner haften und ferngesteuerte gesprengt werden können. Nützlich, um vor einem Kampf Fallen zu legen oder Türen zu öffnen und dünne Wände zu zerstören. Ist das der Schockhammer? Wirklich? Ah. Querschläger. Sorry, ich habe den falschen gelesen. So, Querschläger. Granatsplitter prallen von harten Oberfläche ab, sodass Gegner in der Nähe zusätzlichen Schaden erleiden. Nehmen wir andererseits, Moment, wie sieht's aus? Aha. Schon ungefähr alles. Nagelgewehr. Ja, nehmen wir das erweiterte Magazin. Ja. Finden sicher irgendwo noch mehr von denen. So haben wir genug Schuss dabei. Ein Schalldämpfer hätte es auch getan. Okay, gut. Im Abteil scheint nichts zu sein.
Okay, keine Dingskarte. Wie heißt Starkarte? Nix. Hm? Ah. Okay, und nichts mehr. Oh. Gute Verteidigung. Da kann man runterschauen. Da auch. Okay. Was haben wir hier? Mehrheit unterstützt die neue Regierung. Washington, 3. Juli 1961. Gemäß einer neuen Umfrage des Instituts für Statistische Analyse im letzten Monat unterstützen die große Mehrheit die neue Regierung, die vor mehr als einem Jahrzehnt die amerikanischen Gebiete befreite. In die Umfrage, die von unabhängigen Spitzenforschern durchgeführt wurden, zeigt, dass 99,8% der Amerikaner äußerst positiv über ihre neue Regierung denken. Die übrigen 0,2% sind noch unentschieden. Die Befreiung liegt nun mehr als ein Jahrzehnt zurück und die amerikanischen Gebiete florieren wie nie zuvor. Es ist viel besser als früher, meinte Joseph, eine vor Denver ansässige Schweinefarm. Okay. Lecker, Bagels. Oder sind es Donuts? Eins von beiden. Lecker Smecker. Niemand von denen hat eine Karte oder so? Da bin ich aber enttäuscht. Dann ist es gut, dass ihr gestorben seid. Keine Starkarte dabei zu haben. So, ich versuche aber zu schleichen und die Leute von hinten zu... sagen wir mal, zu befreien. Nennen wir es mal befreien. Oh, wow. Okay, da kriegt man leichten... Oh. Ja. Gut. Aha. Okay, mal sehen, wo es hier lang geht. Ganz ruhig. Ja, wir kommen gut vorwärts. Da vorne war doch noch so... Moment, dann gehen wir hier runter. Aber so... Ja. Verpasst man den ganzen Spaß. Aber sobald der Typ tot ist... da drüben ist er ja auch schon. Okay, er ist oben. Gut. Es wird keine Verstärkung kommen. Gut, in diesem Falle... Sagen wir Hallo an den Rest der Besatzung. Da. Das scheint hier ziemlich leer zu sein. Aha.
Okay. Eine Warnung von der rumänischen Ausgrabungsstätte Nummer 4N. Die aktuelle Lieferung 4NG1 enthält ein äußerst gefährliches Artefakt. Der Offizier Vasile, der für die Bearbeitung des Artefaktes zuständig war, wurde tot aufgefunden. Sein Blut strömte aus all seinen Körperöffnungen. Wir können noch nicht nachvollziehen, was ihnen zugestoßen ist, aber ich kann Ihnen versichern, dass es nicht angenehm war. Seien Sie vorsichtig. Außerdem müssen wir die Grabstätte für die Arbeitskräfte des Mescalero-Reservats verlegen. Die Pläne für die Erweiterung des westlichen Bereiches wurde abgeschlossen. Ich schlage vor, dass wir sämtliche Überreste, die von der Mannschaft gefunden werden, verbrennen. So bleiben uns Platzprobleme und Unannehmlichkeiten erspart. Okay. Und wieder nichts. Okay. Okay, da hat jemand geredet. Okay, das sind die Robokämpfer. Also, wo ist er? Dieser Bereich ist sauber. Ja. Keiner wird erfahren, wo wir sind. War da was? Ah, hier ist das Beil. Können wir jetzt mehr tragen? Hatten wir schon genommen. Gut, und die Dinger hier kann man nicht kaputt machen. Oder? Nein. Was ist das? Gut. Ah, sind es die von hier, die rausgegangen sind? Um nachzusehen, wer da draußen war? Und hier sind wir einfach durchmarschiert, also unten lang. Ohne Probleme. Es hätte ja überhaupt keine andere Möglichkeit gegeben. Hier konnten wir doch... Schrotmunition. Okay. Gut. Sonst noch was? Nein. Gut. Auf dieser Seite ist nichts. Gut. Mein Gott, ich bin kurz erschrocken. Da kommt auf einmal so ein kleines Gerät hinein und versucht mich abzuknallen. Keine Manieren, diese Deutschen heutzutage. Lalalala. Gut. Die Ausrüstung wird genommen. Ich habe alles weggeballert, was es da gab. Und hier noch. Oh.
Okay. Gut. Okay, der Typ ist ein armes Schwein. Gut. Mhm. So. Okay, sonst nichts mehr. Ah, ein bisschen Schutz. So, die besseren Helme. Und jetzt hier rein. Fuck, 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 fuck. Gut, noch Fragen? Gut, aber bevor es hier weitergeht, würde ich sagen, das war's für diese Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.